Wir haben Stand heute Morgen in Niedersachsen 11 Schulen, die komplett geschlossen sind. 331 Schulen, in denen eine Klasse, eine Lerngruppe, ein Jahrgang nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. Und 333 Schulen, die im Szenario B sind. Das sind insgesamt 675. Das ist ein vorsichtiges Absinken im Vergleich zur Ende letzter Woche. Da sind wir bei 696 gewesen. In Schulen in Niedersachsen findet nach wie vor nicht das statt, was man als Superspreader-Events oder Gelegenheiten bezeichnet. Die Schulen sind keine Orte der Infektionsverbreitung in dem Sinne, dass dort das eingetragen wird und sich in Schule massiv weiterverbreitet. Dafür haben wir auch nach Rücksprache mit den Gesundheitsämtern keine Anzeichen. Das heißt auch, dass 80% der Schulen den eingeschränkten Regelbetrieb mit Unterricht für alle anbieten. Das ist inhaltlich gut und das ist von der Betreuungslage gut. Ein landesweiter und grundsätzlicher Wechsel in das Szenario B ist auf dieser Basis nicht das, von dem wir ausgehen.